Spreerunde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Berlins. Aus dem Herzen Berlins. Die Spreerunde. Heute sprechen wir in der Spreerunde über Schwarmwissen, das Wisdom of the Crowd oder das Wisdom in the Cloud, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich habe neulich mal einen relativ bösen Spruch gehört und da hat jemand zum Thema Schwarmwissen gemeint, ja, Schwarmwissen, wir wissen ja alle, wohin fliegen Schwärme fliegen. Das kann ja nichts besonders Gutes sein, wenn wir wissen, dass Fliegen eigentlich nur die Fäkalien suchen. Also fand ich ein relativ hartes Zitat und dann habe ich noch irgendwann gelesen, dass man in den Anfangszeiten von Wikipedia so ein bisschen gesagt hat, dieses Produkt ist zur Mittelmäßigkeit verdammt, weil ja jeder mitschreiben kann. Wenn wir uns heute Wikipedia aber ansehen, sehen wir, dass es eine sehr valide Community gibt, die sich da so ein bisschen hochschaukelt und versucht, dieses Lexikon sehr gut zu schreiben. Wie glaubst du, ist dieses Schwarmwissen zu einer höheren Intelligenz fähig? Naja, genau dadurch, dass du solche Bandwagon-Effekte hast. Wikipedia ist ein gutes Beispiel, weil jeder Artikel ja deshalb entsteht, weil irgendeiner den Impuls, den dringenden Drang verspürte, dazu etwas zu schreiben und es ein relativ gut eingespieltes Kontrollsystem inzwischen gibt, das dafür sorgt, dass das nicht einseitige PR ist, dass es keine Hetze ist, die stattfindet. Aber du hast halt sozusagen diejenigen aus der Masse, die sich damit auskennen, die das machen. Du wirst immer ein bisschen eine Nivellierung erleben, in dem Fall zum Wohle eines ausgewogeneren Artikels, und wir kennen ja alle die Schlachten, die sich manchmal dann abspielen, bis zu dem Punkt, dass das Stück auch wieder offline genommen werden, weil man sich nicht einigen kann. Ne? Ich setze trotzdem hinter die Weisheit der Masse natürlich auch ein bisschen Fragezeichen, weil ich sage, insgesamt gesehen wirst du das, ich weiß nicht, ist das dann Soziologie, ist das Psychologie, ist das Mentalwissenschaft, aber du wirst ja schon immer genau den Effekt haben zu sagen, es wird natürlich nie der Gipfel des Wissens herauskommen, sondern es wird immer so ein bisschen ein Nivellieren stattfinden. Mhm. Ja? Aber eins, das dafür dann sehr breitenwirksam ist. Also diese Millionen vernetzter Hirne, die sich quasi auf einer Wikipedia oder über einer anderen Plattform quasi austauschen, dieses Wissen ist aber nicht sehr verlässlich. Also wenn ich sage, ich brauche jetzt eine Antwort auf die Frage aller Fragen, außer es ist 42, dann tue ich mir natürlich schwer, wenn ich einfach raus twittere und sage, könnt ihr mir diese Antwort geben? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Antwort bekomme, ist hoch, aber sie ist nicht hundertprozentig. Aber das ist ja genauso, wenn ich den Telefonjoker ziehe und meinen Vater anrufe oder sonst jemanden, dem ich sozusagen ein großes Wissen zuspreche, da kann ich ja auch nicht sicher sein, dass es so ist. Ich möchte an der Stelle mal kurz so einen erkenntnistheoretischen Gedanken noch mit reinbringen. Also gerade Wikipedia, finde ich, ist also ein schönes Beispiel dafür, dass es die Wahrheit an sich, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber ja so sowieso nicht gibt. Mhm. Das heißt, man einigt sich immer auf einen Wahrheitszustand oder sagt, ja, wir sagen, dieser Zustand ist wahr oder was auch immer, so lange, bis jemand kommt und das Gegenteil beweisen kann. Und das ist genau das, was bei Wikipedia funktioniert. Also jemand schreibt etwas als Sachverhalt sozusagen, beschreibt etwas, und dann kommt jemand anders mit Beweisen und sagt, nein, das ist nicht so. Und daraus entsteht wieder etwas Neues. Mhm. Und das ist ja etwas Urdemokratisches, also sozusagen eine demokratische Wissensfindung, wenn man so möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Gewinn, der auch damit einhergeht. Und das finde ich ganz besonders spannend, wenn man sich mal anschaut, es kam jetzt von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der neue Bericht raus zum Thema Online-Sucht. Und da wurde mal wieder dargestellt, jeder neunte Jugendliche ist irgendwie online-süchtig und also, dass es dieses Medium so ein Lean-Back-Medium eigentlich ist. Und genau diese Beispiele zeigen, dass das totaler Blödsinn ist. Jemand geht engagiert dahin und setzt sich tatsächlich mit Sachverhalten auseinander. Also wenn das unsere Jugendlichen unter anderem auch machen, finde ich das im höchsten Maße begrüßenswert und finde, ist das eine ganz tolle Angelegenheit, weil in der Schule ist es im Zweifel mehr Lean-Back, als wenn jemand sozusagen ein Wikipedia-Artikel neu schreibt oder umschreibt. Das ist ein großes Zeichen für Engagement. Mhm. Ich glaube, was jetzt noch dazu kommt, du hast es gerade gesagt, ist dieses Wissenszustand, gesagt. Ich glaube, dieses Organisieren von Wissen ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also wer organisiert Wissen, wie organisieren wir Wissen, diese Verlinkungsstrukturen, die da stattfinden, dass diese Informationen auch in Sekundenschnelle auffindbar sind über Datenbanken. Und wenn wir so ein bisschen in die alte Wissensverwaltung schauen, das waren früher Nachschlagewerke, Verlagsprodukte, Lexika, Fachverlage, die da was gemacht haben, wissenschaftliche Dissertationen, müssten alle Menschen, die Wissen publizieren, nicht ihr Wissen künftig komplett neu strukturieren? Müsste man nicht eine wissenschaftliche Arbeit, eine Dissertation künftig in einer Art Wiki formulieren? Müssten nicht Fachverlage ihre Online-Produkte in Wikis
gestalten, dass mehrere Redakteure da mitschreiben können, dass man vor allem auch das journalistische Produkt nicht als Finales begreift, sondern es offen lässt, damit andere es noch verändern und korrigieren können? Oder ist da eine Eitelkeit dahinter, wo man sagt, das will ich gar nicht? Nee, nicht eine Eitelkeit, aber einfach der Punkt zu sagen, es ist ein Werk, das ich für mich abliefere. Das heißt ja nicht, dass wir in Zukunft irgendwie alles aus der Cloud bestreiten sollen oder alles gruppendynamisch abgeben. Aber dieser Punkt zu sagen, auch Wissenschaft stellt sich einem Dialog und natürlich muss das Ziel sein, dass jede Doktorarbeit, und sei es eine verunglückte, öffentlich zugänglich ist und dass ich es aufgreifen kann und darüber diskutieren kann, da natürlich schon wieder eine andere Art von Demokratisierung von Wissen auch erstelle. Das ja. Aber ich glaube, der Punkt davor zu sagen, wir generieren jetzt alles über so eine Wiki-Methodik, das wäre eins zu viel. Das will man nicht. Jetzt hast du aber ein unheimlich spannendes Thema angesprochen. Also du hast ja natürlich gerade angesprochen auf die Doktorarbeit von Herrn zu Guttenberg. Jetzt, wenn wir mal ein paar Jahre in die Zukunft denken und man überlegt sich, ob man nicht in Zukunft eine Doktorarbeit wirklich schon so schreibt. Also so wie das Guttenplug, schreibt man sie schon. Das heißt, alle Querverweise, alle Zitate, alles, wo man etwas herausgegriffen hat, sind schon referenziert in Links, sind schon so strukturiert. Wäre das nicht eine viel offenere Arbeit? Es ist doch aber ja eigentlich das, was man jetzt via gute Fußnoten auch schon machen muss. Es ist einfach nur das Durchdigitalisieren. Ja klar, also denkbar, wahrscheinlich läuft das auch längst schon an verschiedenen Universitäten, dass du auch dieses Verfahren so wählen kannst. Hielt ich das nicht für so revolutionär. Ich muss ja nicht mal die Welt neu erfinden. Aber ich würde gerne noch an einem anderen Punkt ansetzen, nämlich die Frage irgendwie, wie viele sind es wirklich, die man aktivieren kann, an so Wissensprojekten teilzunehmen? Weil das ist ja auch so das Punkt, wo Wikipedia merkt, ich meine, sie sind ja jetzt im Umfang schon sensationell. Ich weiß nicht, es gibt ja immer die Vergleiche irgendwie, wenn man das ausdrucken würde, wie viele Kilometer wäre es lang, keine Ahnung. Zweimal zum Mond und zurück, ja. Irgendwie so, ja, das klingt zum Beispiel gut. der Kreis der Autoren ist endlich. Also es ist doch eine relativ feste Community, die sich gebildet hat. Es gibt ja auch schon immer wieder die Aufrufe, nicht nur zur Finanzierung, sondern auch zur Teilnahme. Und es gibt ja auch ganz viele gescheiterte Versuche. Wie ist das Projekt von Google? Google Knoll war das, glaube ich. Ne? Auch so ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Also ganz viele Versuche irgendwie zu aktivieren, zu sagen, lass uns gemeinsam an Wissen arbeiten oder auch wirklich so Quick Response irgendwie eine Community erstellen, die dann ganz schnell reagiert. Gute Frage ist so ein Beispiel, wo man auch weiß, wenn man hinter die Kulissen guckt, das funktioniert nur, weil sich auch ein eingefleischter Kreis immer wieder kümmert. Der Funke springt nicht so richtig über. Und das ist auch so ein Phänomen, das ich beobachte irgendwie. Warum ist es nur so ein kleiner Teil, der wirklich mitmacht? Da können wir so eine kleine Fußnote setzen auf einer der neulichen Spreerunden, als wir über die Trägheit der Masse gesprochen haben. Ja. Wie aktiv ist überhaupt dieses Mitmach-Web? Weil natürlich ist es so, dass natürlich auch sehr viel Motivation notwendig ist und dass natürlich auch sehr viel Demotivation stattfindet. Also gerade bei Wikipedia, wo ja wirklich eine sehr eingefleischte Community versucht, auch immer wieder Dinge bis ins Kleinste durchzuexerzieren und zu korrigieren und dass man irgendwann auch sagt, so als neuer Wikipedianer gibt man dann irgendwann auch auf und sagt, jetzt habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Ich glaube, dass diese Motivation ein ganz entscheidender Punkt ist. Wie motiviert man? Wie könnte sowas funktionieren? Also definitiv nicht durch repressive Kontrollmechanismen oder durch so, ich sag mal, Klugscheißertum. Mhm. Also dass sozusagen ein eingefleischter Kern dann immer sagt, also letzten Endes die Deutungshoheit hat, ob etwas richtig oder falsch ist. Ich glaube, das ist dann sehr demotivierend. Das kennt ja auch jeder aus zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Job. Also wenn jemand immer sagt, nee, das ist nichts, dann ja, ist das mit der Motivation so eine Sache. Ich glaube, was motivierend wirken kann, also eine Form des Lobs oder der positiven Sanktion sozusagen ist, wenn man dann auch das Ergebnis sieht, also sprich, ich schreibe einen Wikipedia-Artikel oder ich verändere etwas und es bleibt da stehen und es bekommt, also andere Leute können es nutzen. Also wenn ich sozusagen das Gefühl habe, dass das, was ich produziere, auch genutzt wird. Das ist ja auch ein Grund, warum Dissertationen so unerträglich sind, weil letzten Endes interessiert es keinen Mensch, was man da schreibt. Und deswegen ist es mit dem, also da können wir ja aus leidlicher Erfahrung wahrscheinlich berichten, ist das immer ja, sehr schnell demotivierend oder gar frustrierend. Aber wenn man eben das Gefühl hat, es ist relevant, was ich schreibe und es ist vielleicht auch relevant, was ich sage, meinetwegen auch, dass man sich daran reibt, aber konstruktiv reibt, dann kann das was sehr Motivierendes haben, glaube ich. Ist das dieses Belohnungssystem auch, dass man irgendwo, wir haben in vielen Communities haben wir verschiedene Stati, dass man besonders weit aufruckt und eine Belohnung hat in Communities, wie du sie angesprochen hast, dass man gewertschätzt wird mit einem Badge, mit einem Abzeichen oder sowas in der Richtung. Oder dass wir bei Twitter besonders viele Favs bekommen, ja, dass unser Tweet, wo wir was Sinnvolles gesagt haben, von anderen favorisiert wird. Ist das diese Reputation, die wir uns aufbauen? In dem Fall?
auch wieder nur bei einer bestimmten Zielgruppe. Also ich bin überrascht, wie wenig das funktioniert. Ich war da jetzt an verschiedenen Projekten beteiligt, wo man versucht hat, eben mit so verschiedenen Stati zu arbeiten und gemerkt hat, nee, das reicht offensichtlich als Motivationsfaktor nicht. Aber es ist interessant, wenn man eine Ebene runtergeht und zum Beispiel sagt, wenn man mit solchen Wissensmodellen in Unternehmen arbeitet, im Intranet und sagt, wir bauen hier unser Unternehmenswissen als Wiki auf, dann funktioniert die Reputation deshalb, weil ich da nochmal auf eine ganz andere Art und Weise plötzlich wertgeschätzt werde. An der Stelle, wo der Chef sich wirklich darauf einlässt, zu sagen, okay, auch meinen Artikel darfst du verändern und darfst auch Dinge wieder löschen, die ich geschrieben habe, auch wenn du nur in der Poststelle sitzt. Das ist natürlich eine Art von Reputationsmanagement, die funktioniert ganz schnell. Aber das heißt ja dann auch, dass es sozusagen eine Verlinkung gibt. Also es darf nicht übermäßig anonym bleiben. Also es funktioniert besonders gut, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich tatsächlich meine Gegenüber eigentlich auch kenne. Eigentlich ja. Ja, ja. Glaube ich schon. Das macht auch Sinn. Bei dem Schwarmwissen und bei dem Wisdom of the Crowd oder Cloud, in the Cloud, ja, wie wichtig ist die Anonymität dabei? Weil du sie gerade angesprochen hast. Also die Autoren bei Wikipedia, funktioniert es besonders gut, wenn die sich hinter Pseudonymen verstecken oder muss das ein offener Name sein? Na, da sind wir jetzt schnell beim arabischen Frühling und der Frage, irgendwie, wer liest denn sonst noch mit? Aber ich glaube, du kommst an diesem Gebot von Transparenz nicht vorbei. Ich denke, das ist es, was irgendwie auch Twitter als Medium so spannend macht, dass du letztlich, wenn du dir Mühe gibst, schon immer hinterfragen kannst, irgendwie, wo kommt das her? Und das ist jetzt wirklich jemand, der vor Ort ist, der glaubhaft ist als Quelle. Und das ist zwingend notwendig an der Stelle, wo wirklich die Cloud die Stelle einnimmt, die früher irgendwie ein hehres Brockhaus-Kollegium hatte oder die hinter der Enzyklopädie Britannica steckt. Ja. An der Stelle, wo du sagst, nein, wir nehmen das für uns auch in Anspruch, muss es möglich sein, dass ich eigentlich bei jedem einzelnen Eintrag nachvollziehen kann, wie ist er entstanden und wer steckt dahinter. Ich glaube, ja, Transparenz ist wichtig. Sind wir schnell in der Diskussion, wo diese Transparenz auch wiederum Menschen unter Druck setzt oder auch ganze Institutionen, die irgendwann noch sagen, es ist auch gut, dass es noch Geheimnisse gibt und wenn ihr alles gemeinsam ausplaudert, es wird schwierig für uns zu agieren. Ist das auch so eine Gefahr durch das Schwarmwissen, dass man Geheimnisse nicht, dass es gar nicht Geheimnisse mehr geben wird? Ja, also WikiLeaks hat nicht nur Vorteile, dieser Punkt zu sagen, das ist jetzt ein ganz dünnes Eis, aber es gibt auch einen Grund, warum es Geheimdienste auch in demokratischen Staaten gibt und warum der Verfassungsschutz nicht alles offenlegt, was er vielleicht offenlegen sollte. Das ist dann ganz schnell so ein Feld irgendwie, wie viele Dokumente soll man leaken und wen bringt man in Gefahr? Und nur die Tatsache, dass wir uns im MPD-Verfahren mit den V-Leuten verzettelt haben, ja, total verzettelt haben, keiner mehr den Überblick hat, kann aber im Umkehrschluss nicht bedeuten, wir legen das jetzt alles offen und jeder kann nachprüfen, wer ist eigentlich für den Verfassungsschutz tätig. Ja. Mhm. Das ist so ein Beispiel, irgendwie, was überwiegt da an der Stelle. Ich glaube, es wird nur über Moderationsinstanzen funktionieren können. Du wirst auch bei Wikipedia immer irgendwie so die Pro-User haben, die Möglichkeit haben, auch Diskussionsstränge nochmal zu leiten oder notfalls auf den Alarmknopf zu drücken, wenn irgendwo was entgleist, dass du ja schon auch wieder mit Instanzen arbeitest. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist übrigens die Open-Source-Programmierung von Firefox. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt ja sehr viele Developer, die kostenlos oder freiwillig an dieser Software mitprogrammieren und dieser Code geht immer wieder in eine nächste Instanz in einen Review-Prozess. Mhm. Das muss man sich wie eine Pyramide vorstellen und sobald es irgendwie durch den vierten Review-Prozess durchgegangen ist, landet man auch an einer Stelle von Firefox, wo eben nicht mehr alle freiberuflich freiwillig arbeiten, sondern dort ist auch dann eine bezahlte Instanz, die eben durch diese Spendeneinnahmen, durch diese Revenues, die durch Google Search und sowas, durch die Anzeigen erzielt werden, eben auch bezahlt werden kann, um allein diesen administrativen Aufwand zu handeln, dieses Schwarmwissen irgendwie zu organisieren. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ja, dann hat man schon nochmal in irgendeiner Art und Weise eine Kontrollinstanz etabliert und natürlich auch dann gegen Geld. Also das kann ja dann wahrscheinlich anders nicht mehr funktionieren. Ja, aber es geht eben nicht mehr darum, dass diese Instanz eben jetzt die Klugscheißer-Ebene spielt, die sagt, das alles, was ihr gemacht habt, ist schlecht oder gut, sondern letztendlich nur dafür da ist, dieses Schwarmwissen zu organisieren und durch diesen Wust an Daten ein bisschen den Überblick zu haben und vielleicht auch ein bisschen zu strukturieren, weil wenn wir beide was aufschreiben, hat das vielleicht eine völlig andere Struktur und wenn du als Dritter nochmal drüber schauen kannst, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, also was du ja vorhin auch gesagt hast, man muss sich immer auf irgendwas einigen, dann kommt da vielleicht ein valider, funktionierender Code heraus. Ja? Also in der Programmierung bei Open-Source-Systemen ist das ein sehr gängiger Weg, wo wir ja auch von Wisdom of the Cloud reden. Das ist ein guter Vergleich, ja. Wie glaubt ihr, könnte man Schwarmwissen organisieren? Wann kommt da das Sinnvollste dabei raus? Habt ihr schon mal überlegt, einfach nicht mehr zu googeln und stattdessen einfach bei Twitter oder bei Facebook nach der Antwort zu fragen und geht das vielleicht sogar schneller? Wahrscheinlich noch nicht, aber würde mich trotzdem interessieren. Schreibt uns das in den Kommentaren. Danke.